Grüß Gott, ich hoffe, ich habe es jetzt endlich geschafft. Mein Stativ hält irgendwie nicht und das macht mich total aggressiv, weil ich habe da so viel Scheiß schon rumliegen. Ich zuck mal aus. Ja, ich will unbedingt ein Haul-Video machen und es soll um ein Fashion-Haul gehen. Ich habe da jetzt leider auch zwei Masken drin. Ignorieren die wir jetzt mal. Ich fange zuerst mal mit dem hier an, weil ich war sehr viel shoppen. Das gehört jetzt zwar nicht so wirklich zu Fashion dazu, weil da auch Handyhüllen drin sind, sehe ich gerade, aber egal. Ich will euch das auch kurz zeigen, weil ich sonst nicht weiß, wo ich das herzeigen soll. Ich war beim Tally Whale, beim New Yorker, beim Primark und beim Orsi und habe da sehr viel Quant gekauft, weil ich auch viel wieder für die Arbeit brauchte. Aber ihr kennt ja, wie das ist. Und wir fangen auch erstmal mit dem an. Leider habe ich mich bei den beiden vergriffen, die waren um 5 Euro und ich habe einfach nicht genau geschaut, für welches Handy das ist. Das ist nämlich für iPod Touch 5 und das ist nicht für iPhone. Ich habe das nicht gelesen. Jetzt muss ich meinen Freund überreden, ob er mir die beiden auf irgendwas verkauft, auf irgendeiner Seite, die er da hat. Ich fand die sowas von süß, deswegen habe ich mir die genommen, aber auf mein Handy passen die logischerweise nicht. Deswegen muss ich ihn fragen, ob er mir die verkaufen kann. Da war ich sogar noch mit der Lin unterwegs. Da habe ich mir einen Lipsmaker gekauft in Coca-Cola Lime. Ja, ich glaube, das ist das. Das ist ja das, wo das trinke ich so gern. Leider haben die Flasche auflassen. Ist ja eben mal wieder typisch. Das gab es nämlich in Flaschen auch, dieses Coca-Cola. Das haben die aber leider auflassen. Warum bin ich jetzt so gelb? Kann man das dann erklären? Die Kamera will mich heute nicht. Egal. Ich hoffe, dass das Gelbe bald weggeht. Dann habe ich mir noch ein Handycover genommen. Das sieht so aus. Ich habe jetzt ein Einhorn. Ich bin ja eigentlich kein Einhornmensch. Wo ist mein Handy? Im Bett liegt es, egal. Oh, jetzt sieht man mich besser. Ich habe das im Follow Me Around gezeigt. Wo die Lin mit mir mit war, da habe ich das gezeigt, weil da habe ich das Cover getauscht und da sieht man das Einhorn-Cover, das ich jetzt oben habe auf meinem Handy. Und das habe ich mir noch als Ersatz mitgenommen, weil ich das schön fand von der Verpackung her. Die Rechnung muss ich mir unbedingt aufheben. Dann habe ich mir noch gekauft einen Haarreifen, da war ich auch, glaube ich, mit der Mine unterwegs, für mein Outfit, was ich dann auf der Schulung tragen will für Lancôme. Das habe ich mir extra gekauft, nicht nur für die Schulung, sondern weil ich auch irgendwas Schönes haben wollte, aber dazu komme ich auch gleich. Und den habe ich mir auch genommen, das ist ein Haarreifen mit einer Masche. Ich fand den nämlich so süß. Gucken wir mal, wie das ausschaut. Ich meine, so natürlich ist, wie die Haare, passt das natürlich jetzt nicht. Aber ich will sie irgendwie offen tragen. Das Problem ist, mir gefällt mein Haarschnitt nicht. Deswegen trage ich immer die vorderen Strähnen so zurück. Und bin gespannt, ob das dann mit dem ein bisschen besser ausschaut. Als letztes habe ich mir noch zwei solche Haarspangen gekauft. Weil solche gibt es kaum noch. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, du willst unbedingt wieder solche haben. Deswegen kaufst du dir die. Weil die anderen, die halten bei meinen Haaren leider nicht. Und die habe ich eben im Claire's gefunden. Ich habe einmal so eine, das schaut aus wie so ein Einhorn, Horn, einmal die und einmal diese goldene mit Glitzer. Meiner Mama habe ich eine schwarze mitgebracht, weil wir beide auf der Suche nach sowas waren. So, wir fangen gleich mit Orsi an, weil das war mein Geburtstagsgeschenk an mich selber. Das war auch ein sehr teurer Einkauf, also ein ganz, ganz teurer Einkauf. Ich muss mir auch unbedingt die Rechnung aufheben, weil ich Angst habe, dass mir das T-Shirt verfärbt, aber dazu komme ich gleich. Ich zeige euch erst die Lederjacke. Ich kann euch dann am Schluss, wenn ich euch die Sachen zeige, ein komplettes Foto zeigen, wo ich die Sachen anhabe. Weil das habe ich Gott sei Dank so schlauerweise gemacht. Bei den anderen Sachen habe ich es leider vergessen wieder mal. Ich habe mir eine Lederjacke gekauft. Mit Pünktchen drinnen. Das hat mich so an Minnie Maus erinnert irgendwie. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mit ihr. Und ich brauchte unbedingt eine rote. Meine rote, die ich habe, die passt mir nämlich leider nicht mehr so, wie ich will. Und das war, wie gesagt, beim Orsi. Die hat leider 40 Euro gekostet. Die war ganz schön teuer. Aber ich wollte unbedingt so eine haben. Außerdem ist die nicht nur aus Leder, sondern die Ärmel sind auch mit Stoff. So. Dann habe ich mir noch zwei Sachen gekauft. Und zwar ist einmal habe ich mir dieses T-Shirt hier, das finde ich so schön mit diesen Blumen da. Das ist nicht nur, das ist so richtig drauf genäht, seht ihr das? Das gab es in weiß mit roten Blumen auch, aber ich fand das schwarze viel, viel schöner. Das weiße fand ich irgendwie hässlich.
Und das fand ich so, so schön. Schaut sich mal die Blumen an. Ich hoffe nur, dass das Schwarz nicht an den Blumen abfärbt. Weil dann trage ich es zurück. Ist mir egal, weil das finde ich eine Frechheit. Weil das T-Shirt hat nämlich 12,99 gekostet. Und ich fand das so, 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 so schön. Ihr seht es dann ja auch gleich in Kombination. Weil früher habe ich wirklich sehr, sehr oft, wie ich 15, 16 war, bunte Hosen tragen. Also grün, rot, alles Mögliche, ja. Grün und Rot kann ich mich noch erinnern, weil da habe ich zwei Jeans gehabt, die grün und rot waren. Und deswegen habe ich glaube auch, dass Rot eine Trendfarbe sein wird, weil sonst wird nicht so viel Rot auf dem Markt sein. Ich habe mir eine rote Hose gekauft. Eine rote Jeans, glaube ich, ist es sogar. Naja, fast. Also so richtig Jeans ist es nicht, aber es ist eine rote Hose und die war sehr, sehr teuer. Die hat auch 39,99 leider kostet, aber die Orsi-Sachen sind wirklich gut. Ich habe ein weißes Kleid mit Schwarz, ein Blazer habe ich schon und eine Weste, also ich mag die Orsi-Sachen sehr, sehr, sehr gerne und ich rutsche auf die Seite. Hier könnt ihr ein Tragefoto sehen, wo ich alles anhabe und ich habe mich sofort in die Sachen verliebt. Normalerweise trage ich ja hauptsächlich Schwarz und ihr seht ja, ich bekenne mich ein bisschen zur Farbe. Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich nicht ein bisschen Farbe in mein Leben reinbringen soll. Nicht nur immer schwarz, weil mein Bruder sich auch immer darüber beschwert. Und ich möchte eher so mehr Rot und mehr Grün haben. Und ich fand, das hat so cool ausgeschaut. Das war auch für meine Figur, weil ihr wisst ja, meine Figur ist katastrophal. Und deswegen fand ich das so, so schön. Und ich freue mich schon, wenn ich das auf der Schulung rocken kann. Yeah. Also ich finde das wirklich schön. Dann kommt Tally Ray. Ich weiß, was jetzt viele sagen werden. Da passt keiner rein, ich weiß. Ich habe auch viele Sachen gesehen, die ich so schön fand. Und ich war so traurig, dass ich da nicht reinpasse. Aber ich habe mir nur Leggings gekauft. Also chillt. die waren in Aktion. Wenn man drei nimmt, bekommt man eine so dazu. Also nimm drei, zahl zwei, so heißt das. Stimmt doch wirklich, ich habe vorher nachgerechnet, ich war brav. Ich habe mir zwei graue Leggings gekauft, also zweimal dieselbe in grau. So sieht die aus. So. Und einmal eine grüne. Wie gesagt, ich will ja mehr Farben tragen. Das ist so eine richtig schöne. Ich glaube auch, dass Olivgrün im Trend ist. Ich will das auch gern. Also ich bin jetzt kein Fashion-Kenner oder so, überhaupt nicht. Aber ich würde gern sowas mit so Pastellrosa kombinieren. So eine pastellrosene Lederjacke oder so. Ich bin verzweifelt am Versuchen nach bunten Lederjacken. Beim Tallywheel gibt es so schöne und ich passe da nicht rein. Ja, never mind. Who cares? Machen wir weiter. So, also ich habe mir beim Tallywheel nur Leggings gekauft, weil das sind die einzigen Leggings, wo ich reinkomme. Klingt vielleicht blöd, ist aber so. Und ich war froh, dass die wieder Leggings gehabt haben, weil sie hatten ganz, ganz lang keine mehr. Und ich habe sie in der Größe 42 genommen. Meine Angst war halt, dass sie ein bisschen rutschen, aber ich hoffe, dass wenn ich sie wasche, dass sie ein bisschen enger werden. Weil die sind schon ein bisschen locker, also ich hoffe, dass, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie gesagt. Dann waren wir waren ja gestern im G3 und da waren wir im New Yorker, weil bei uns in Österreich gibt es ganz, ganz wenig New Yorker nur noch. Ich finde das Sackerl voll hübsch, das gefällt mir voll gut. Ich muss zugeben, beim New Yorker kaufe ich viele reduzierten Sachen, weil ich die für die Arbeit brauche. Ich sag's ganz ehrlich. Und es sind viele reduzierte Sachen wieder dabei und ich finde das aber so schön, ich will das gar nicht nur für die Arbeit verwenden. Das hat wieder so Schnürdeln hier beim Hals dann. Man erkennt das sehr schlecht. Das gab es auch in anderen Farben, aber ich finde, die Farben haben mir nicht passt. Das hätte es auch in grün geben, aber irgendwie, nee. Vielleicht schaue ich dann nächsten Monat nochmal nach, ob es das noch gibt in der STN. Aber das hat es um 4,95 gegeben, Vorhaben, die 10 Euro kostet und ja, um die Hälfte günstiger ist kein Vergehen, glaube ich. Deswegen habe ich mir mal eins nur mitgenommen für die Arbeit mal. Aber ich mag das. Ich mag das sehr, sehr gerne. Also das ist auch in der Größe L, glaube ich. Oder XL. XL habe ich mitgenommen, weil die so schnell eingehen bei mir. Und die werden so schnell kaputt, die Arbeitssachen. Also habe ich mir gedacht, ja. Dann habe ich noch eins, ein ganz langes, eher noch für den Winter. Auch 4,95 hat das gekostet. Das ist ganz, ganz lang und dünn. Das sieht, ich hoffe, man kann es erkennen. Ich sehe es so schlecht. So, ganz schlicht und schwarz und für die Arbeit. Dann, den habe ich mir zweimal genommen, weil ich den auch einmal so für privat haben wollte. Ich habe ja einen, der
da ein Band hat und dann so verkreuzt runtergeht. Und den in grün trage ich den privat so gern, weil ich habe ihn in so olivgrün habe ich ihn auch. Und ich trage den so gern und ich habe mir damals leider kein zweites in schwarz genommen. Und diesmal habe ich mir, das ist nämlich auch, das hat ganz, ganz viele verkreuzt. Das, man sieht es eh. Seht ihr das? Ganz, ganz viele. Und das habe ich mir eben zweimal mitgenommen, weil das war um 6,95 reduziert. Das habe ich mir halt zweimal mitgenommen, damit ich das auch privat tragen kann. Ja, gefällt mir wirklich gut. Also ich liebe diese Dinger. Es gibt es nur beim New Yorker komischerweise. Wir sind schon beim letzten und das ist, glaube ich, am schlimmsten, weil das ist Primark. Ich war schon ewig nicht mehr im Primark. Schaut euch das mal auf. Oh Gott, mein Hund hat sogar meinen Sackerl kaputt gemacht, weil er da seinen Kopf da reingesteckt hat. Da habe ich mir natürlich nicht nur Klamotten gekauft, versteht sich. Ich habe nämlich, Primark ist bei mir so gefährlich, weil es da so viele Disney-Sachen gibt. Fangen wir mit dem ersten Mal an. Ich habe eine IA-Tasse mir gekauft. Ich weiß, voll gestört. Aber ich fand den sowas von süß und ich musste den unbedingt haben. Und das Beste ist, er ist geschirrspülertauglich. Ich hoffe, das heißt der geschirrspülertauglich. Wash before first use, das weiß ich eh. Steht das nicht irgendwo vor dem Gebrauch? Spülmaschinen geeignet, na bitte. Ich liebe solche Dinger. Ich könnte ohne meine Spülmaschine nicht. Und ich fand den IA sowas von süß. Und ich sehe auf Instagram dauernd so schöne Fotos mit Disney-Tassen und bei uns in Österreich gibt es die nicht. Das Lustige ist sogar, die Celine ist mit einer Tassilu-Tasche kommen, die ich auch mal auf Instagram gesehen habe. Und da stand aber Disney Store darüber. Und die habe ich mir natürlich nicht genommen, weil die war viel zu klein, aber die IA-Tasse musste sein. Also kostet hat die IA-Tasse 7 Euro. Ich musste die haben. Das kam nichts dran vorbei. Die IA-Tasse musste sein. Was noch sein musste, und da hatte ich Glück, dass es reduziert ist, weil ich bräuchte. Ich habe unbedingt einen gebraucht. Ich hatte keinen Flaschenwärmer. Und jetzt habe ich einen im Minimaus-Look. Das ist so richtig, das schreit nach Shea. Der war um 5 Euro reduziert. Der hat nämlich vorher 10 Euro gekostet und 10 Euro hätte ich für den niemals ausgeben. Ich fand den aber so süß. Ich bin so stolz. Den werde ich heute gleich probieren, weil ich habe den gestern noch nicht rausgenommen aus meiner Tasche, weil ich voll Schiss hatte, dass ich vergesse, euch das zu zeigen. Und ja, ich fand das so süß, wie ich das gesehen habe und auch noch gesehen habe, dass es reduziert ist, musste ich das haben. Da kam nichts dran vorbei. Und ich freue mich, wenn ich das heute endlich benutzen kann. Meine Minimaus. Dann habe ich noch mit Tassen gekauft. Noch welche? Ups. Mickey und Minnie. Was soll ich da? Ich darf im Primark nicht reingehen. Das ist für mich der Tod. Das ist für mich wirklich der Tod. Ist auch Spülmaschinen geeignet, sehe ich gerade. Gott sei Dank. Auf das schaue ich eigentlich immer. Wenn dieses Zeichen ist, gucke ich nämlich immer, dass dieses Zeichen ist. Und da habe ich Mickey und Minnie, wie sie sich küssen. Und ich fand die so schön. Meine Nichte hat eh gelacht, wie ich die in der Hand gehabt habe. Weil sie hat gesagt, sie hat die schon gesehen. Und sie hat genau gewusst, dass ich mir die nehmen werde. Also die haben 7 Euro gekostet. Finde ich günstiger als die von IA. Weil die IA war ja, glaube ich, teurer. Ich glaube, die hat 11 gekostet. Oh Gott, schnell. Ja, nein, auch 7. Okay, passt. Dann habe ich mich verdammt. So. Ja, ich habe ein kleines Schwammproblem. Ich fand das sowas von süß. Das ist eine Ananas. Und die hat nur 1,50 Euro gekostet beim Primark. Ich fand die so süß. Die ist doch so niedlich. Ich habe einen Knall, ich weiß. Aber 1,50. Ja, da kommt halt die Summe dann zusammen. Was ich mir noch genommen habe um 2,50 sind 3 verschiedene Schwämme. Die muss ich aber diesmal unbedingt verwenden. Ich habe nämlich eine Erdbeer, glaube ich, noch. Oder ich habe auch einen Hasen, den ich noch nie verwendet habe. Aber die will ich unbedingt benutzen. Die Ananas finde ich ja mega geil. Die gab es auch in groß. Und ich mal gucken, wie lange die halten, weil die sind ja relativ günstig. Aber ich hoffe, dass ich nochmal zu einem Primer komme, weil die Melone gab es auch in groß. Weil ich aber die schon hatte, habe ich mir die Melone jetzt nicht genommen. Wirklich halbart ausgerastet. Ich habe schon gezahlt, natürlich. Habe ziemlich viel Geld ausgegeben. Und dann habe ich die beiden gesehen, beziehungsweise die hier. Und ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt. Das sind von Die Schöne und das Biest, diese Rosenpinsel.
Schaut euch den an. Ich bin ja ein riesengroßer Schöne und das Biest-Fan. Wirklich ein riesengroßer. Und ich habe schon oft solche Rosenpinsel auf Instagram gesehen und wollte schon immer solche haben. Und jetzt habe ich zwei. Ich habe mir gleich zwei mitgenommen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die benutzen würde. Ich finde die so schön. Schaut euch den an. Der ist doch wunderschön. Ich meine, ich muss öfter zum Primark. Es geht nicht anders. Da steht doch sogar Disney drauf. Aber der hat sogar Dornen. Primark ist, glaube ich, auch mein Tod. TK Maxx und Primark. Und das Coole ist, der hat sogar so eine leichte Form von einer Rose. Könnt ihr das ein bisschen erkennen? So, so schön. Am liebsten hätte ich mir noch vier mitgenommen, aber das wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Deswegen habe ich mir nur zwei dabei mitgenommen. Mal gucken, ob ich noch zu einem Primark komme. Aber die sind so, so schön. Und ich weiß gar nicht, ob ich den benutzen würde. Ich glaube, ich könnte gar nicht. Einen vielleicht und den anderen nicht. Ich weiß es noch nicht. Aber ich finde die so, so schön. Ich bin halt ausgerastet, wie ich die gesehen habe. Der Roman hat genau gewusst, dass ich wieder zurückgehe und mir die kaufe. Weil die sind ja wirklich, wirklich schön. So. Und da habe ich zweimal, wie gesagt. Dann habe ich noch Klamotten. Ganz viele Klamotten. Wie gesagt, ich stehe auf dieses Olivgrün und das war um 5 Euro reduziert, glaube ich. Ja. Hätte vorher 13 Euro gekostet und hat dann nur noch 5 Euro gekostet. Und das sieht so aus. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das wird mir schon passen. Das ist die Größe 40. Ich hoffe, es passt. Wenn nicht, kriege ich einen Anfall. Ja. Das sieht so aus. Das ist so schön. Das ist wirklich, wirklich schön. Das habe ich mir natürlich nicht für die Arbeit gekauft, sondern für mich so. Aber für 5 Euro kann man da nicht wirklich was sagen. Ich hasse nur den Duft von Primark. Kennt ihr das? Die ganze Wäsche riecht danach. Bäh. Deswegen freue ich mich dann, wenn ich endlich meine schwarze Wäsche einschalten kann. Da habe ich noch was. Das ist nur ein Pulli, auch um 5 Euro. Ich glaube, den habe ich sogar für die Arbeit genommen. Ja, für den Winter jetzt. Also für die kalte Jahreszeit jetzt noch. So sieht der aus. Auch für 5 Euro. Ich weiß, meistens kaufe ich eigentlich nur Gewand für die Arbeit. Aber meine ganzen anderen sind schon wieder kaputt. Das ist das, was mich so anzipft. Eine Bluse habe ich auch gefunden beim Primark. Und viele Arbeitskollegen haben mir auch gesagt, beziehungsweise meine Arbeitskolleginnen, haben mir gesagt, dass sie die Sachen auch beim Primark kaufen. Die war jetzt ein bisschen teurer, die hat 11 Euro gekostet. Die war leider nicht reduziert. Aber ich fand die schön, deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann kaufst du die. Für die Arbeit reicht das. Weil bei anderen Geschäften sind die noch teurer. Dann habe ich mir zweimal dieselbe mitgenommen um 7 Euro. Das ist so eine ganz kurze, jetzt für den Sommer dann schon. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Auch wieder zweimal habe ich mir die genommen. Die muss ich noch waschen. Die vier letzten Sachen, dann bin ich durch. Ich habe keine anderen diesmal leider gefunden. Ich habe eigentlich eh genug, aber ich habe mir gedacht, ich nehme die mit. Es gab ein neues Handdesinfektionsgel. Blushing Petals hat das geheißen. So sieht das aus. Ich habe zuerst geglaubt, das sind Marshmallows und habe es deswegen eingesteckt. Also in meinen Korb geschmissen. Habe mir das gleich zweimal mitgenommen. Die von Primark benutze ich eher für die Arbeit, weil ich habe die von Bath & Body Works jetzt. Und das habe ich in meiner Handtasche, also wo ich fortgehe mit denen. Ja, ich werde mir aber noch eins in meine Arbeitshandtasche geben. Damit ich eins in der Arbeit habe und eins in der Arbeitshandtasche. Nun muss ich die abzeichnen lassen, das darf ich nicht vergessen. Muss ich mir zwei herrichten heute, darf ich auch nicht vergessen. Dann habe ich mir einen Lumiere gekauft. Der war nämlich um 1 Euro reduziert. Und ich habe ja Tassilo auch. Nur verstaubt der da hinten leider. Tassilo habe ich mir auch mal gekauft. Und jetzt habe ich dazu passend Lumiere. Und ich finde den so geil. Der Roman hat das nicht verstanden, warum ich mir den gekauft habe. Aber who cares? Ich wollte den unbedingt haben. Weil Schön und das Biest ist mein Lieblings-Disney-Film. Auf jeden Fall. Und deswegen wollte ich den unbedingt haben. Ich habe nämlich auch auf Instagram gesehen, dass sogar die Mutter von Tassilo in der Form gibt. Dann habe ich sogar gesehen, dass es die Uhr gibt. Ich weiß jetzt nicht den Namen. Ja, mehrere. Und deswegen will ich die unbedingt haben. Also gucke ich fleißig, ob es die eh gibt. So, mein letztes, und dann sind wir Gott sei Dank durch, ist auch ein Oberteil. Ich hoffe, dass ich das anziehen darf. Ich glaube aber nicht. Ja, das habe ich auch um 5 Euro gekauft beim Primark. Sieht so aus, hat Spitze hinten. Wenn nicht, trage ich es privat, egal. Aber ich fand das süß, also mir hat es irgendwie gefallen. Ich gucke mal, ob ich es in der Arbeit tragen darf.
werden wir dann eh sehen. Ich muss das anprobieren. Ich hoffe, dass es darf nämlich, also so glaube ich, darf das sogar gar nicht sein. Also wenn es so ist, darf ich es glaube ich in der Arbeit gar nicht anziehen. Na, ich glaube, es geht noch durch. Also ich hoffe es. Man darf halt die Achseln nicht sehen. Ich muss das probieren. Mal gucken, ob es durchgeht oder nicht. Da muss ich mir aber dann ein Ersatzoberteil mitnehmen. Aber für 5 Euro wollte ich das unbedingt haben, weil ich halt die Sachen für die Arbeit brauche, wie gesagt. Ja, ich habe es endlich geschafft. Ich bin durch mit meinem Fashion Haul. Ja, ich habe sehr, sehr viel gekauft, ich weiß. Aber wie gesagt, das ist die Hälfte ist nur für die Arbeit und das wenigste ist für mich selber, so privat. Außer dieses rote von Orsi. Yay. Ja, ich kann nicht noch mehr dazu sagen. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben. Ich kann euch gerne die Preise unten reinschreiben oder ich habe es euch eh auch gesagt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das selber zusammenrechnen. Ich habe wirklich sehr viel Geld ausgegeben. Aber ich muss die ganzen Rechnungen noch aufheben und die auch eintragen natürlich. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich weiß, ich habe einen Knall, aber ich hab mir schon ewig kein Gewand mehr gekauft. Sehr, sehr lange jetzt nicht mehr. Na, stimmt nicht, New Yorker geholt, glaube ich, gibt's aber egal. Bevor ich mir zigtausend Lippenstifte kaufe, die ich eh schon habe, kann ich mir Gewand kaufen. Dafür bin ich dann April, Mai und Juni habe ich vor, mich ein bisschen zurückzuhalten. Okay, sagen wir mal April und Mai. Mal schauen, ob ich das schaffe, weil Juni habe ich wieder Urlaub. Also April und Mai will ich mich ein bisschen wieder zurückhalten beim Einkaufen. Ich hoffe, ich schaffe es. Aber jetzt habe ich eh genug. Ich habe so viel und über diese Pinsel und die Heferl, der hat übrigens 5 Euro gekostet. Ich habe das vorher gar nicht gesagt. Also die Pinsel, die Heferl, mein Lumiere. Ich bin stolz. Ich bin so stolz auf meine Sachen. Ich habe mich richtig gefreut. Es hat richtig Spaß gemacht zu shoppen gestern. Und euch jetzt die Sachen zu zeigen, hat auch Spaß gemacht. Ich muss mich nur dummeln, weil ihr werdet sicher nichts mehr sehen, weil es schon so dunkel ist. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, ob euch Primark oder TK Maxx lieber ist. Ich muss sagen, was Beauty-Sachen betrifft, ist mir TK Maxx lieber. Und bei Klamotten ist mir Primark lieber. Weil ich habe jetzt ein Oberteil gekauft von TK Maxx, was reduziert war um 21 Euro, was ja 40 Euro kostet hätte. Und ich muss sagen, ich bin mit dem nicht so zufrieden. Wirklich nicht. Das Kleid finde ich gut von TK Maxx, aber dieses Oberteil, ich weiß nicht. Ja, und ich wollte es damals auch noch in grün haben. Aber was soll's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr lieber mögt. Und ja, das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!